Simeon und Hanna loben Gott. Einige Wochen, nachdem Jesus geboren war, brachten Maria und Josef ihn nach Jerusalem. Sie wollten im Tempel Gott für seine Geburt danken und um Gottes Segen für Jesus bitten. Der Tempel war ein großes Gebäude, in dem viele Menschen Gott begegnen wollten. Sie beteten, studierten die Heiligen Schriften, brachten Gott Opfer und feierten Gottesdienst. Im Tempel war auch Simeon. Er war ein frommer Mann, der an Gott glaubte. Er war schon alt. Sein ganzes Leben lang hatte er auf den Messias gewartet, den Retter, der von Gott kommen sollte. Immer wieder hatte er um sein Kommen gebetet. Und Gott hatte sein Gebet erhört. Und der Heilige Geist hatte ihm gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias gesehen hast. Jetzt war es soweit. Als die Eltern Jesu in den Tempel brachten, nahm er das Kind glücklich in seine Arme, lobte Gott und sagte, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Retter gesehen, den du geschickt hast, ein Licht für alle Völker. Und Jesu Mutter und sein Vater wunderten sich über das, was über ihr Kind gesagt wurde. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind ist ausgesucht worden, damit viel in Israel verändert wird. Er wird zu einem Zeichen, mit dem nicht alle einverstanden sein werden. Auch Hanna, eine Prophetin, war im Tempel. Sie war schon sehr alt. Ihr Mann war schon vor vielen Jahren gestorben und so war sie schon lange Witwe. Sie lebte nahe beim Tempel und diente Gott Tag und Nacht im Fasten und Gebeten. Als Maria und Josef mit Jesus im Tempel waren, kamen sie zu ihm. Sie lobte Gott voller Freude. Sie sagte es allen weiter, die mit ihr auf den Retter warteten und hofften. Als Maria und Josef Gott gedankt hatten, machten sie sich wieder auf den Weg und kehrten zurück nach Nazareth in Galiläa. Das Kind aber wuchs heran und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm.